Hallo liebe Hungrige, es ist Pflaumenzeit und das nutzen wir aus. Wir bereiten uns heute eine sehr wohlschmeckende Zwetschgen-Schokoladenkonfitüre zu. Wir brauchen dafür ca. 1,2 Kilogramm Pflaumen oder Zwetschgen, wenn die Steine raus sind, bleibt dann praktisch noch 1 Kilo übrig. 500 Gramm Gelierzucker 2 zu 1, eine unbehandelte Orange, 100 Gramm Zartbitterschokolade. Und es kann auch noch ein bisschen Orangengehör zugesetzt werden. Muss allerdings nicht. Die gewaschenen Zwetschgen werden halbiert, entsteint und in kleine Stücken geschnitten. Über die klein geschnittenen Zwetschgen wird jetzt der Gelierzucker gegeben. Alles wird vermischt. Und nun müssen wir etwas geduldig sein, denn um Saft zu ziehen, muss die Mischung über Nacht oder zumindest 12 Stunden ruhen. Die Zeitmaschine hat funktioniert, 12 Stunden sind also vorbei und genug Saft hat sich aufgebildet. Jetzt können wir uns also den anderen Zutaten widmen. Zuerst raspeln wir die Schokolade. Und das muss sorgfältig gemacht werden und vor allen Dingen vorsichtig und auf die Fingerspitzen aufpassen. Die Hälfte der Orange wird in dünnen Streifen abgeschält und diese werden anschließend in kleine Stücken geschnitten. Die Orange wird halbiert, der Saft wird ausgepresst. Den frisch gepressten Orangensaft und die klein geschnittene Orangenschale geben wir zu den Pflaumen und rühren alles gut durch. Die Zwetschgen koche ich jetzt auf und zwar geschieht das bei maximaler Temperatur und ab und zu wird dabei umgerührt. Ein ganz besonderes Aroma erhält die Konfitüre, wenn wir ein bisschen Rosmarin dazugeben. Ich nehme hier zwei frische Zweige, die nehme ich dann wieder raus, wenn die Konfitüre in die Gläser eingefüllt wird. Wenn ihr keine frischen Zweige haben solltet, dann geht auch getrockneter Rosmarin. Da dieser aber drin bleibt, reicht dann ein gestrichener Teelöffel aus. So, wenn alles kocht, drehen wir die Temperatur runter, nicht ausmachen, sondern nur runterdrehen und kochen unsere Mischung weiter, ca. 4 Minuten. Dabei häufig rühren. Nachdem alles ca. 4 Minuten gekocht hat, machen wir die Gelierprobe. Dazu geben wir 1 bis 2 Teelöffel der kochenden Masse auf einen Teller, den wir nach Möglichkeit vorgekühlt haben. Dann geht der Prozess nämlich ein bisschen schneller vor sich. Und diese Masse muss dann zähflüssig oder fest werden, dann wissen wir, dass wir die richtige Konsistenz für das Einfüllen unserer Konfitüre in Gläser erreicht haben. So, mit der Gelierprobe können wir zufrieden sein. Wir sehen, hier läuft nichts mehr. Wir nehmen den Topf nun von der Herdplatte und lassen ihn ca. 5 Minuten abkühlen. Nachdem die Masse nun etwas abgekühlt ist, geben wir die vorbereitete Schokolade hinzu und rühren die ein. Und einen besonderen Touch erhält die Konfitüre noch dadurch, dass wir ca. 2 Esslöffel Orangenlikör hinzusetzen. Aber das ist Geschmackssache. Wer das nicht möchte mit diesem Alkohol-Touch, der lässt es sein. So, jetzt nehmen wir noch das Rosmarin-Zweiglein daraus. Und beginnen jetzt mit dem Abfüllen in die Gläser. Die geeignete Kelle dafür nehmen. Zügig füllen, denn das Glas wird dann schnell sehr heiß. Ganz wichtig, der Glasrand muss sauber sein, also mit einem Küchentuch oder einem Lappen einfach nochmal drüber wischen, wenn man ein bisschen gekleckert hat. Deckel drauf, fest anziehen und das Glas auf den Kopf stellen. Irgendwann gibt es dann so ein knackstendes Geräusch und dann wisst ihr, ihr könnt die Gläser wieder zurückstellen. Also circa eine Viertelstunde auf dem Kopf stehen lassen. Und das duftet lecker und ihr werdet sehen, das ist eine ganz interessante Mischung aus fruchtig und schokoladig. Also wirklich eine hervorragende Konfitüre. Lasst euch diese Konfitüre schmecken. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.